Schulterbreit stehen. Füße zeigen nach vorne. Daumen, Zeige und Mittelfinger nehmen die Ohrenränder reiben. Daumen ist vorne, dreimal nach oben reiben. Und dann am Ende zupfen. Daumen hinten, dreimal nach unten reiben. Zupfen. Daumen vorne, dreimal nach oben reiben. Zupfen. Daumen hinten, dreimal nach unten reiben. Zupfen. Und drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Mit dem Mittelfinger vor dem Ohr, mit dem Zeigefinger hinter dem Ohr reiben und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und über das ganze Ohr rein, von vorne nach hinten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, mit den Fingernägeln durch die Haare gehen, die Haare trocken kämpfen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, die ganze Kopfhaut, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Unterkante, Hinterkopf reiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den Hals großflächig reiben und den Kopf dabei drehen. Am besten immer zum Ellbogen, der nach unten geht. Schauen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den Oberarm ein bisschen stützen und einmal den Nacken richtig schön greifen. Einmal unten, Mitte, oben, oben, Mitte, unten und wechseln. Unten, Mitte.
Oben, oben, Mitte, unten, wechseln. Unten, Mitte, 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 oben, oben, Mitte, unten. Dann die Schultern auf der Ebene kreisen, die Schultern reiben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und andersrum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und wechseln andere Seite. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und andersrum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mit den Schultern rotieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und andersrum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die Schultern heben und fallen lassen. Heben, fallen lassen, heben, fallen lassen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und abwechseln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mit den Schultern rudern. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf,
6, 7, 8, 9, andersrum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sieben, acht, neun. Und die Schultern klopfen. Vorne, hinten, Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Brust öffnen und schließen. Und 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Neun, eins, zwei, drei, vier. Lösen. Mit den Handgelenken kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hände verschränken und die Handgelenke massieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Handgelenke dehnen.
Eins. Noch zweimal. Zwei. Wechseln. Eins. Zwei. Drei. Abwechseln, hin und her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die Arme ausschütteln, mit den Händen schütteln. Und zweimal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei. Dritter Durchgang. Vier. Fünf. Sechs. Sieben, acht, neun, mit den Fäusten hin und her schwingen, Schulter vor und zurück bewegen und dabei immer auf die Fersen fallen lassen. Und eins, zwei, drei, vier. Strecken, aufrichten, Wirbelsäule locker lassen, sich zusammensinken, runterdrücken. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Letzter Durchgang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Dreimal einsammeln, über die Seiten heben, einatmen, Handgelenke kreuzen, Arme sinken lassen. Zwei.
3. Hände übereinander legen. Auf den Unterbauch legen. Den Bauch etwas einziehen und einatmen. Lösen. Ausatmen. Zweimal. Den linken Fuß zurückstellen und fröhlich beenden. Das war's. So, also die ersten Übungen sind halt dafür da, die Durchblutung halt anzuregen. Deshalb kommt dieses Ohrenreiben. Man kriegt Entschuldigung. mit den ganzen ein paar Ohrengriffen, ne, eine super Monster-Durchblutung halt hin. Also erst die Ohren reiben. So, und dann werden halt vor und hinter und übers ganze Ohr, ne, richtig umknicken. Ne? Und dann sind die Lauschlappen schön warm und dann bringen wir das halt zum Problemgebiet. Wir nehmen auch vorher, um eine größere Schulterbewegung zu machen und die Durchblutung auch hier anzuregen, vorne, also das Haare kämmen. So, malweise kann man auch vorher noch das Gesicht reiben. Das habe ich vorhin vergessen. So, jedenfalls hier hinten. Denn als nächstes kommt hier der Hinterkopf und dabei macht der Hinterkopf halt also immer so eine Nickbewegung in dem obersten Kopfgelenk. Eins, zwei, drei. Dann wird die Durchblutung auf den ganzen Halsbereich verteilt und dabei schaut immer das Auge oder die Augen zum Ellbogen, der sinkt, damit so eine leichte Drehung noch drin ist. Dann wird halt der Nacken gegriffen, einmal unten, Mitte, oben, richtig die Haut so ein bisschen abheben, so wie bei so einem Kaninchen. So, ne? So, dass wir nochmal richtig die Unterhaut lösen und die Durchblutung verstärken. So, jetzt haben wir das Blut halt hier hingebracht. Da wird halt auf der Ebene, auf der horizontalen Ebene, die Schulter bewegt und damit unterstützt halt noch das Reiben. Das Reiben soll wieder dafür sorgen, dass halt die Durchblutung halt anspringt, intensiver wird. Dann haben wir auf der Ebene bewegt. Dann kommt diese Ebene, der Schultern rotieren. Und da werden die Hände in Stirnhöhe gehoben, nach außen gedreht, die Unterarme, die Ellbogen hinten so ein bisschen zusammengeführt, wieder Henne-Taille. Also auf Stirnhöhe heben, drehen, öffnen. Und die Wirbelsäule lässt hier einmal so ein bisschen nach, man sinkt so ein bisschen ein. Und jetzt wird die Wirbelsäule halt geöffnet, geweitet, gestreckt, Brust raus, gerade stehen. Lösen, Spannung lösen, so ein bisschen einsinken, aufrichten und wieder gerade stehen. Also die Schulter, das Schultergelenk macht eine Kreisbewegung, eine vertikale Ebene und die Wirbelsäule macht Beugen, Strecken, Beugen, Strecken. Dann haben wir halt das Schulternrudern. So, da geht es halt darum, dass die Wirbelsäule dreht, kippt, das macht die Brustwirbelsäule und die Schulter. Die Armbewegung ist die gleiche, man lässt die Schulter hängen, führt den Arm nach vorne oben, dreht den Unterarm und jetzt kippt halt nach links hinten. Drin drehen, nach rechts hinten kippen, nach links. Diese Kippbewegung So, und da ist eine Brustwirbelsäule halt Drehung, kippen,
drehen, kippen, drehen. Ja, und das macht man, damit die Bandscheibe in jeglicher Art belastet wird. Na, es soll, der Hintergrund ist halt das Zusammenspiel von Brustwirbelsäule und Schultergürtel zu üben. Mhm. Sodass das eine harmonische Bewegung halt ergibt. Also, okay. So. Und bei den meisten Patienten sieht es zum Anfang sehr etwas unbeholfen aus. Ja, ja. Damit haben eigentlich fast alle Schwierigkeiten. So, ne? Und wichtig ist, dass die Nase ganz ruhig bleibt dabei, ne? Dass sich alles schön hier unten bewegt, aber der Kopf ist gleichzeitig ganz ruhig. Ja, okay. So, dass es, wenn man sowas macht, ne? So, das ist dann keine Feinkoordination. Dann gibt es das natürlich andersrum, halt hinten hoch, nach vorne führen, senken, hinten hoch, nach vorne führen, senken. Also hier vor der Mittellinie sinkt die Hand. Und achso, das wäre natürlich auch mit nach vorne gucken. Gut, dann haben wir halt Schultern heben und senken. Das Schultern, wenn du schnell machst, so, das ist mehr was gegen Schmerzen. Oder du kannst das auch langsam machen, aber wichtig ist dann, dass du mit den Mittelfingern so an der Hosennaht runtergehst, so, das ist mehr Muskelspannung regulierend, also langsam runter. So, das wäre gegen Schmerzen. Langsam ist eher Muskelspannung regulierend. Dann ist das natürlich, haben wir das abwechselnd. Gut. Dann haben wir das Schulterklopfen. Das ist einmal mit einer lockeren Faust hier vorne auf die Brust klopfen. Dann Handflächen nach vorne, nach oben heben, am höchsten Punkt, Finger, Daumen, alles zusammen. Dann hinten klopfen, fallen lassen. Also heben, Finger zusammen, klopfen, fallen lassen. Und das letzte ist halt, da kann man wahlweise mit den Fingern klopfen oder mit dem Handrücken. So. Das ist vor allem zur Lockerung des Handgelenks, ne? Und des Ellbogens. So. Bei dem ersten haben wir den Ellbogen, wo der Daumen nach vorne ist. Beim zweiten haben wir den nach außen getreten Unterarm. Und beim dritten haben wir den nach innen getreten Unterarm. Mhm. Da haben wir dann halt den Ellbogen in allen drei Richtungen. So bewegen. Und wichtig ist auch immer wieder das BAM locker lassen. So. Dann haben wir hier dieses Brust öffnen und schließen. Da geht es halt darum, dass hier vorne die Brust auf und zu geht, beziehungsweise hinten die Schulterblätter auseinander und zusammen. Wichtig dabei ist halt, dass nicht zu weit nach hinten, sondern dass die Handgelenke und die Schultern in einer Linie stehen. Also nicht das machen. Nicht über den. So, ne? Und hierbei ist es so, dass man so weit eindreht, dass man die Augenbrauen ablegen kann auf die kleinen Finger. So weit eindrehen, Augenbrauen ablegen auf die Finger. Oh. Öffnen, wieder zusammen, Augenbrauen ablegen und dadurch nochmal so eine zusätzliche kleine Entspannung dadurch einleiten. Da kann man an so kleine Katzenbabys oder Hundewelpen denken, die sich so schön einrollen. So, ne? Und das Einrollen passiert auf dieser Ebene, also nicht so nach vorne beugen. So. Auch den Kopf nicht so exakt nach vorne beugen, sondern es ist einfach nur so ein locker lassen. Dann, um noch den ganzen Arm- und Schultergürtel halt mit reinzubringen, dann haben wir halt ja, das Handgelenke kreisen, beide Richtungen. Dann haben wir das Handgelenke massieren. Und das Handgelenke dehnen und da bitte darauf achten, dass nicht so was passiert. Ja? Mhm. Schultern bleiben unten. Und es werden halt nur die Handgelenke. Dann nochmal zum Abschluss halt den ganzen Arm locker.
So. Dann haben wir halt die Übung gehabt. Da geht es vorhin bei diesem Brust öffnen, schließen. Haben wir nochmal so ein leichtes auf. Ja, haben wir auf der Ebene so eine leichte Bewegung. Und jetzt hier wollen wir nochmal mit der Brustwirbelsäule rotieren. Also, dass die Schulter sich schön weit bewegen. Und gleichzeitig lässt man sich so ein bisschen auf die Fersen fallen, um die Durchblutung halt in den Beinen anzuregen, damit sich das Blut hier oben nicht staut. So, das soll abtransportiert werden. So, sonst gibt es vielleicht auch Schmerz oder so, wenn es sich staut. Deshalb ganz intensive Beinbewegung dabei. Und als allerletztes, weil halt die meisten Leute haben halt hier Probleme mit dem Brustmuskel, die laufen das halt immer so rum, weil die immer hochtonisch ist, ne? Kommt, ist auf dem einen Grund diese Übung. Und dann soll die Wirbelsäule noch einmal richtig gestreckt werden, loslassen, einsinken, aufrichten, strecken, einsinken, einatmen, ausatmen. So, das soll nochmal als kleine, einfache Übung für die gesamte Wirbelsäule, dass die halt elastisch flexibel wird. Ich habe ja am meisten Probleme gemacht, gerade mit der Schulter hier. Hoch. Das war bei mir ja vorher als nie. Hoch komme ich gar nicht. Okay. Gut.